Die wirtschaftlichen Elektrostapler EFG BB 216K und EFG BC 316 bis 320 sind als Drei- oder Vierradstapler verfügbar und vielseitig einsetzbar bei allen Transport- und Stapelaufgaben. Die Tragfähigkeit liegt bei bis zu 2000 Kilogramm. Der Mast hat eine Hubhöhe von 6500 mm. Nur eingewiesene Personen mit Sicherheitsschuhen dürfen den Stapler bedienen. Befördern Sie keine Personen auf den Gabeln und treten Sie nicht unter angehobene Lasten. Heben Sie die Last beim Fahren auf einen möglichst geringen Abstand über dem Boden. Steigen Sie auf das Gerät. Stellen Sie den Sitz und die Lenkeinheit auf Ihre Größe ein. Achten Sie darauf, dass der rote Notausschalter nach oben gezogen ist. Stecken Sie den mitgelieferten Schlüssel in das Schaltschloss und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um das Gerät zu starten. Sobald das Gerät betriebsbereit ist, wird auf dem Display der Ladestand der Batterie angezeigt. Legen Sie den Sicherheitsgurt an. Bevor Sie losfahren, lösen Sie die Parkbremse mit dem Hebel auf der linken Seite. Heben Sie die Gabeln ca. 20 cm an und kippen Sie den Mast leicht nach hinten. Nutzen Sie hierfür die großen hydraulischen Hebel auf der rechten Seite. Auf dem hydraulischen Hebel für das Anheben der Gabeln befindet sich auch der Schalter für die Vorwärts- und Rückwärtsfahrt. Überprüfen Sie die Fahrtrichtung, bevor Sie losfahren. Die Bedienelemente des Staplers sind automobilkonform mit einer Lenkeinheit und Gas- sowie Bremspedal ausgestattet. Die Hupe befindet sich auf dem Heben-Senken-Hebel. Um das Licht ein- und auszuschalten, drücken Sie den Schalter auf dem Display mit der Lichtfunktion. Sie können die Geschwindigkeit über verschiedene Fahrprogramme Ihrem Einsatzfall anpassen, indem Sie die Schleichfahrt oder die Programmauswahl im Fahrzeugdisplay auswählen. Um die Geschwindigkeit zu reduzieren, gehen Sie vom Gaspedal oder nutzen Sie das Bremspedal. Im Notfall kann der Stapler auch über den Notausschalter gestoppt werden. Bevor Sie Lasten heben, beachten Sie den Hinweis zur maximalen Traglast. Zum Heben und Senken von Lasten nutzen Sie den hydraulischen Hebel auf der rechten Seite mit dem Hebensymbol. Um den Mast zu neigen, bedienen Sie den Hebel mit dem Neigensymbol. Nutzen Sie den Hebel mit dem Seitenschiebersymbol, um Lasten präzise in der Horizontalen zu platzieren. Bitte beachten Sie, dass die Tragfähigkeit des Staplers reduziert ist, wenn die Gabeln außerhalb der Staplermitte verschoben werden. Beim Abstellen des Fahrzeugs achten Sie darauf, dass die Gabeln vollständig abgesenkt sind, um Unfälle zu vermeiden. Ziehen Sie die Parkbremse und schalten Sie das Gerät aus. Zum Laden der Batterie muss das Gerät komplett ausgeschaltet sein. Achten Sie darauf, dass die Parkbremse angezogen ist. Entriegeln Sie das Batteriefach am Sitz und öffnen Sie es. Trennen Sie den Batteriestecker vom Fahrzeug und verbinden Sie ihn mit dem Ladegerätstecker. Am Ende des Ladevorgangs schaltet das Ladegerät automatisch ab. Muss der Ladevorgang unterbrochen werden, achten Sie darauf, immer zuerst das Ladegerät auszuschalten, bevor Sie das Fahrzeug vom Ladegerät trennen. Anschließend verbinden Sie den Batteriestecker wieder mit dem Fahrzeug und schließen die Haube. Zur Wartung der Bleisäurebatterie kontrollieren Sie den Batteriewasserstand. Füllen Sie im Anschluss an den Ladevorgang regelmäßig das destillierte Wasser in der Batterie nach. Danach schließen Sie den Deckel der Wasserbehälter. Achten Sie beim Schließen des Batteriefachs darauf, dass kein Kabel eingeklemmt wird. Das Gerät ist jetzt wieder einsatzbereit. Kontrollieren Sie neben der Batterie auch regelmäßig Räder und Radmuttern, Lastteil und Lastketten sowie Hydraulik auf Schäden und Verschmutzungen. Für eine hohe Lebensdauer von Batterie und Fahrzeug empfehlen wir die regelmäßige Wartung des Fahrzeugs durch den Jungheinrich Kundendienst. Sie haben Fragen zur Bedienung oder zum Gerät? Wir sind auch in Ihrer Nähe. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise. Weitere wichtige Informationen zur Bedienung und Instandhaltung des Geräts finden Sie in der mitgelieferten Betriebsanleitung.